Herzlich willkommen zurück zu Sauerstoff nicht dabei. Ja, ich würde mal sagen, es läuft ganz gut derzeit, ne? Warum kann ich hier nicht reinschalten? So, jetzt kann ich hier reinschalten. Es läuft ganz gut. Wir haben einen Farmspot aufgemacht. Wir haben eine Pissgrube, die funktioniert. Wir haben Wasser. Noch, es wird weniger, aber noch haben wir Wasser. Wir haben eine Heizanlage und eine angeschlossene Sauerstoff-Scrubber-Carbon-Skimmer-Anlage. Und wir haben ja gesagt, jetzt im nächsten Augenblick... Achso, wir haben hier eine... Das haben wir angeschlossen. Jetzt müssen wir hier mal tatsächlich... Ja, wir können im Moment nur diese Mush-Fries machen, aber die verbrauchen die normalen Fries. Haben wir genug Kalorien? Ja, Kalorien ist auch noch genug da. Wir haben genug Algen, Kohle da auf der rechten Seite. Kohleerz, Kupfererz, Sand. Ist alles genug da. Wie sieht die Moral aus? Auch blendend. Was ist das hier? Sick Duplicants. Nein, er hat eine Lebensmittelvergiftung. Wir brauchen... Naja, dann kotzt er halt ein bisschen, ne? Wo hat er sich denn die eingefangen? Wäre es doch überall so sauber. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz durch. Sauerstoff sieht gut aus. Bisschen Verschmutzung in den unteren Ebenen. Aber nein, Gott, ein bisschen Schwund ist immer. Das ist der Strom. Der Strom ist auch überall da. Das ist die Temperatur. Die Temperatur ist auch... Naja, es wird hier unser Kompost, der heizt ordentlich. Der Kompost heizt. Ah, nicht schlecht. Ansonsten ist aber alles in Ordnung. Was ist das? Materials overlaid, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das kann man auch erstmal. Das ist neu, glaube ich. Also für mich neu. Light ist uns auch egal. Wo sind die Germs? Das ist immer so ein Ding. Ja, Dekor haben wir auch jetzt. Hier, Germs. Wir gucken uns mal die ganze Sache an. Natürlich ist das Klo versifft, ganz klar. Und eigentlich der Ofen dürfte gar nicht versifft sein. Der heizt ja quasi die bösen Bakterien alle weg. Und trotzdem ist er versifft. Egal. Farming Overlay. Farming ist natürlich, ja, hier wachsen langsam welche. Das ist cool. Das ist cool. Ich würde mal sagen, es läuft alles, oder? Wir haben jetzt natürlich keine... fällt mir gerade auf, wir haben natürlich keine, wollen wir uns mal so ein... Wo sind denn die leeren Betten? Ist das ein leeres Bett? Steve, wir haben... Ne, warte mal, da unten haben wir noch ein Unassignedes, glaube ich, ne? Turner. Warte mal, wo liegen unsere zwei Leichen rum? Das sind Hassan und Niesbett. Ihr habt gesagt, da soll ich mal zusehen, dass die, dass wir hier Grabsteine bauen, damit die hier nicht rumliegen. Wollen wir hier schon mal die neuen Betten bauen? Ja, komm, das machen wir mal. Hoppala. Schnarch. Ja, ihr macht das toll. So, hier Betten. Und zwar da eins, da eins, da eins, da eins. So. Und dann machen wir hier drüben nämlich, hier kommt ja die Großküche hin, hier machen wir das Erholungs- und Entspannungszentrum. Vielleicht sollte man die Leichen dann doch wegräumen, wenn wir dann das Erholungs- und Entspannungszentrum hinpacken. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ihr habt gesagt, einen Grabstein muss ich bauen. Nee, das ist ein Sculpting. Wo sind denn Grabsteine? Eisblock. Large Sculpting. Wo sind Grabsteine? Wie baue ich einen Grabstein? Ich guck mal ganz kurz in die Forschung, wie wir einen Grabstein bauen. Muss ja irgendwo bei keine Ahnung, Development Gases. Dekor, irgendwo bei Dekor, oder? Ich hätte gesagt, jetzt hier irgendwo. Metal Block. Wie baut man einen Grabstein oder ein Grab? Wie baut man ein Grab? Kann man hier, gibt es hier irgendwo eine Suchoption? Eine Suchoption. Da sind keine Gräber. Ich guck mal kurz hier durch. Aber das sind alles so Sachen, ja, beim Essen bestimmt. Hier, Tasteful Memorial. Provides a final resting place for deceased duplicants. Living will automatically place an unburied corpse inside. Okay. Wollen wir das hier hinbauen? Keine Ahnung. Wo wollen wir denn hier? Da bauen wir das hin. Ja, hier kommen die.
Distasteful Memorial. So. Kann man die direkt nebeneinander setzen? Na klar. Ich plane mal vor, das ist makaber, aber ich plane mal vor. So, das heißt, hier kommt dann, warte mal, Erholungszentrum brauchen wir auch noch. Wir brauchen, ich plane jetzt mal alles Mögliche im Voraus, ja. Was ist denn das? Planting Pot. Brauchen wir jetzt nicht. Ist jetzt unnötig. Woher kriege ich mit Metal Ore und Fiber? Wir brauchen eine. Das brauchen wir gleich. Was ist denn das hier? Eine Sick Bay. Allows duplicants to administer basic treatments to sick duplicants. Was ist das? Das ist ein Triage Code. Accelerates health restoration and the healing of physical injuries. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Dingern? Man weiß es nicht. Hier kommen mal zwei Dinger hin. Ja, zwei Erholungseinheiten. Und dann dann bauen wir hier dahinter die Sick Bay. Die müssen dann natürlich weg hier. Ich guck mal kurz bei dem Rooms. Room Overlay. Es gibt ein Washroom. Latrine haben wir. Barracks. Luxury Barracks. Messerhalle haben wir. Massage Klinik. Eine Massageklinik. Okay. Massage Table. Dann Massage Klinik kommt hier rein. Hospital Quarantine Sick. So, das heißt hier, da bauen wir gleich mal. Das bauen wir gleich mal aus. Pass auf. Wir planen jetzt mal vor. Airlock brauchen wir nicht. Eine stinknormale Tür, bitte. So. Und jetzt hier Tiles. Was stand da? Mindestens 12, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, komm, dann machen wir noch eine. Dann kommt. Eine Massageklinik. Also wären das 12? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, sind für 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mal 7 sind 21. Das haut hin. Und wenn ich das hier zumache. 5, 6, 7, 8, 18 müsste auch hinhauen. Wenn ich hier zumache, dann hätten wir 18, dann müsste das eine Massageklinik sein. So, genau. Und dann machen wir hier daneben quasi die allgemeine Klinik, ja. Das heißt, ich mache jetzt hier richtig Nägel mit Köppe. Große Planung ist angesagt. Wo ist nochmal der Unterschied? To administer basic treatment to sick to be, du musst possess the bedside manner skill to treat peers. So, da kümmert man sich also um die Health Restoration. Ich bin mir nicht sicher, was davon, wo der Unterschied ist. Ich bin mir nicht sicher. Was braucht denn eine grundlegende Klinik? Massage Klinik? Hospital. Hospital braucht Requirements, Medical Equipment, eine Toilette, ein Messetable. Das ist natürlich eine ganze Menge, was man da von mir will. Das machen wir erstmal nicht. Wir machen erstmal eine stinknormale Klinik, oder? Ja, wobei, warte mal. Vielleicht sollten wir doch vorplanen. Medical. Ein Messetable, eine Toilette und medizinisches Equipment. Komm, machen wir das mal. Eine Messe. Hier sowas. Toilette. Dann soll es aber auch ein Waschbecken haben, ne? Theoretisch. Machen wir mal hier ein so ein Ding. Noch so ein Ding. Ein Messetisch. Wie gesagt, wir bauen jetzt mal vor. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt total verbaue, aber wir machen es mal. Wo ist der doofe Messetisch? Wer ist der Messetisch? Oder wie einer so schön sagte, Mr. Flag, warum baust du so viele Sachen auf einmal? Weil, wegen Dinge. Aus Gründen. Wo zum Henker ist der Messetisch? Da. So, Messetisch, Hospital Equipment und eine Toilette muss dahin. Ja. Das spare ich mir gerade erstmal. Die Toilette kommt später. Erstmal
das da reicht, die Toilette, das müssen wir mal gucken. Ob das da reicht, eigentlich müsste man noch ein Waschbecken einbauen, ne? Wir lassen das erstmal. Lass erstmal laufen, mein Freund. Da müssten wir auch zumachen. Warum schläft denn der noch? Weil der eine Lebensmittelvergiftung hat. Der kackt jetzt, der pupst hier auch. Seht ihr das? Der pupst auch. Und das ist natürlich nicht so gut, aber er tut's. So. Die Toilette ist schon wieder voll. Wir wollen ja hier oben eh... Pass auf, das ist jetzt das Zweite, was wir machen. Ah, dann hören wir auf, dann lassen wir erstmal die Zeit wieder ein bisschen vergehen. Das Zweite, was wir machen, ist... wir bauen hier unten eine provisorische Toilette hin. Wo bauen wir die denn hin? Weil ich möchte... machen wir mal. Ich möchte hier oben ja die Wassertoilette einbauen. Ne? Also das soll schon... So, das heißt, wir bauen mal hier eine provisorische Toilette... Warte mal, wo war denn das? Hier bei Sanitär, oder? Jetzt fängt schon wieder an zu suchen. Wo ist diese? Wo ist die harmlose Toilette? Also die kleine Toilette. Kleine Toilette ist definitiv weg. Da ist sie. So. Zweite Toilette. Go. Dann müssen wir den Raum wahrscheinlich ein bisschen vergrößern hier. Aber das wird dann noch. So, ich glaube, wir können jetzt ein bisschen in den Vorlauf gehen. Jetzt hat irgendwer... Wahrscheinlich hat der mit der Lebensmittelvergiftung hat irgendwo hingeschifft. Nee, das war eigentlich... Das Problem ist das hier. So. Ja, hört auf zu... Er ist ja schon am Plampern hier. Er ist ja schon am Plampern. Mob, Mob, Mob ist weg. Mob ist weg. Ja. Moppen. So, wir gehen jetzt erstmal in den Zeitvorlauf. Los, Plamper. Du musst plampern. Jawohl. Plampern, dass die Schwarte kracht. So, geforscht wird gerade nicht. Das kann man eigentlich auch nicht zulassen. Was brauchen wir denn als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Das ist, man hat hier so Milliarden an Material Science Research. Was weiß ich? Milliarden an... Ich gehe jetzt einfach mal nach Tiers. Also, Minimum ist diese Tiers hier. Was ist denn das hier eigentlich? Rock Crusher und... Das wird geforscht. Noch irgendwas? Das kann man mehrere Sachen in Auftrag geben? Kann man nicht. Geil. So. So, hat er jetzt geplampert? Ja, der hat hier geplampert. Was machen die denn da unten? Luft ist atembar, sehr, sehr schön. Hat schon wieder einer geschifft, ja? Ja, ja, ja. Einfach in die Gegend kacken, Mensch. Alter Schwede, was habt ihr für ein Benehmen? Schiffen einfach irgendwo in die Botanik. Wird hier noch geklärt? Ja, hier ist aber eigentlich genug Sauerstoff. Irgendwo baute einer was? Ach so, die Tür. Ja, die war wichtig. Die war wichtig, dass du die da gebaut hast. Gerade die wichtige Tür. Irgendwo wird was gebaut. Das zweite Klo. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Ja, dann können sie nämlich auch hier pinkeln gehen, falls irgendwas passiert. Hier wird langsam das Wasser richtig alle. Da müssen wir uns hier bald mal eine Leiter hinbauen und da das nächste Wasserreservoir angraben. Und da dann das nächste. Also wir haben noch einige Wasserreservoirs da, so ist nicht. Eigentlich könnten wir uns ja hier... Naja, machen wir noch nicht. Kommt noch. Da ist breathable, aber ich glaube... Polluted, aber das stört die Pflanze ja, glaube ich, nicht, wenn sie polluted ist, oder? Ist der Pflanze, glaube ich, egal. Wir haben was erforscht, das heißt, wir können gleich weiteres erforschen. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch das erste Tier durch, ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. Gasfilter, Liquidfilter, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
separates mud and other sludges into their base elements. Ich habe noch gar kein Mud gefunden, insofern lassen wir das mal. Was haben wir hier? Portable gases. Oxygen mask. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir sowas? Eigentlich auch nicht. Gut, dann gehen wir mal in Tier 2. In Tier 2, was haben wir da? Food. Was haben wir denn hier? Farm Station. Wir bauen die jetzt einfach mal. Must be liquid piping. Ranching. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das erstmal... Fossile Brennstoffe. Ich habe so überhaupt gar keine Ahnung. Smart Storage. Na klar, ein Conveyor Belt. Alles. Geh mir doch von der Pelle. Deploys an automated sweepy bot to sweep up solid debris and... That's nice. Das will ich haben. Ich brauche jemand, der hier aufräumt. So, dann haben wir hier. Genau. Sehr schön. Ja. Wunderbar. So, da müssen wir Strom anschließen. Hätte ich gar nicht gedacht. So. So. Naja, ihr macht das sehr gut. Fein, fein. So, wir haben ein zweites Klo. Und dann, eigentlich wollten wir ja hier quasi das Wasserklo angehen, ne? Das werden wir auch machen. Wir gucken mal ganz kurz, was wir für ein Wasserklosett brauchen. Naja. Ich meine, wenn, dann möchte ich das richtig machen. Eine Shower vielleicht auch, ne? Moral, also eine Dusche. Dusche, Waschbecken. Das heißt, wir werden das ganze Ding komplett ausbauen, ja? Dusche, Waschbecken, ja. Pass auf, dazu machen wir Folgendes. Deconstruct this one and this one and this one. Das wird das beide deconstructed. Und dann bauen wir nämlich hier weiter. Lasst mich mal... Ja... Es darf nur nicht größer als 64 werden, glaube ich, ne? Für ein Bathroom, oder? Für eine Washroom. Flush Toilet, Plumbed Wash Station. No Outhouses, no Industrial Machines. Flush Toilet, Plumbed Wash Station, Washroom. Was ist eine Plumbed Wash Station? Flush Toilet? Mal kurz gucken. Laboratory. Nee. Ich will eine Toilette bauen. Was ist denn eine Plumbed Wash Station? Ich weiß nicht, was eine Plumbed Wash Station ist. Nochmal, Washroom. Eine Toilette? Wahrscheinlich so eine. Warte mal, ich weiß, was die. Was das ist. Aber sowas haben wir gar nicht, so eine Washstation. Kann das sein? Doch, da. Waschbassin. Ich würde sagen, das ist es. Ja, pass auf. Dann machen wir das so. Das wird hier weg, wird hier gleich alles weggebaut. Ja, sehr gut. Dann wird das hier deconstructed. Ja, das wäre die Washstation. Die lassen wir erstmal. Wir deconstructen das hier und das hier. Das haben wir ja hier unten. Keiner will da unten mehr rein, weil unten ist schon alles versifft. Wir könnten mal hier langsam die Grabsteine bauen, damit wir hier unsere Leichen beseitigen können. Aber im Moment
Moment gebietet. So, das zerlegen wir, das zerlegen wir. Sehr gut. Aber was ist eine Plumbed Wash Station? Ich kann das sein, dass ich die noch gar nicht erforscht habe. Wir gucken mal bei Hygiene oder so. Medizin. Medizin. What is a Plumbed Wash Station? Liquids. Ich weiß nicht, was eine Plumbed Wash Station ist. Eine Sink. Ich würde sagen, das haben wir alles schon. What is a plumbed wash station? Wir bauen erstmal die Duschen ein. Ja. Jetzt haben sie den Abbau hiervon. Haben sie jetzt wieder weggenommen oder was? Habe ich nicht gesagt, deconstruct? Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, weil gerade. Ja, weil gerade Essenszeit ist. Alles klar. Gut. What is this? Ach, das sind die Geschichten. Give place to relieve themselves. Shower. Also, wir bauen dahin eine Shower. Wenn wir das mal könnten. Warte mal, die Duschen bauen wir. Duschen können wir schon mal installieren. Und zwar machen wir zwei. Zwei Duschen müssten reichen, ja. Zwei Duschen und zwar hier eine. Und da eine. Ja. Ja, ja. Ist eigentlich egal, ob hier hin oder hier hin. Machen wir hier zwei Duschen hin. Ja. Und dann kommt hier, sobald die Klos weg sind, kommt die Klos dahin. Hat er immer noch die Krankheit? Ne, hat er nicht. Essen haben wir noch genug, Moral ist oben, alles schön. So, jetzt müsste auch gleich der nächste, naja, dauert noch ein bisschen, der nächste Duplikant kommen. Könnt ihr die mal zu Ende abbauen hier? Warum sind die nicht abgebaut? Ah, jetzt baut er weiter ab, alles klar. So, jetzt kommt dahin. Über kurz oder lang. Das Klo. Eigentlich können wir da zwei Klos hinbauen. So. Zwei Scheißhäuser. So. Ja. So, kann eine Weile dauern, bis wir da fertig sind. Er baut immer noch das nicht ab. Fragt mich bitte nicht, warum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immer 9 sind 36, das heißt, wir können den ein bisschen erweitern hier. Nee, war schon richtig. Das musst du machen. Hier, deconstruct. Und damit wir hier noch ein paar Esstische kriegen. Das Wasser wird langsam richtig leer. Die Pflanzen wachsen, das ist schon mal gut. Die Grabsteine werden nicht gebaut, ist auch gut. Könnt ihr das mal abbauen hier, ihr Haderlumpen? So, jetzt ist die Frage, können wir mit dem Wasser hier... Können wir mit dem Wasser die Sachen hier betreiben? Das heißt, wir müssen einfach das Rohrsystem hier verlängern, oder? Ja. Ich würde sagen, das geht. Machen wir gleich. Aber wir warten jetzt erstmal, bis die hier durch sind. Warum musst du hier rennen? Du hast doch hier... Keine Ahnung. So, da bauen sie immer noch nicht weiter. Ah, jetzt fangen sie da an. Immer überall so ein bisschen, ne? So, Toilette.
ist unser... Jetzt habe ich da irgendwas erforscht. So, jetzt müssen wir mal Rohrsystem hier. Liquid Pipe. Das heißt, das ist der Ausgang. Ja, das hier sind die Ausgänge. Die gehen jetzt mal bitte, die Ausgänge. Die könnten wir im Prinzip hier anschließen, oder? Meint ihr, das geht? Das heißt, wenn wir die hier anschließen, machen wir jetzt mal. Und zwar Ausgang hier. So. Ausgang da. Ich weiß, der Weg ist lang. So, das heißt, das kommt alles da rein, das ganze Siffwasser. Dasselbe machen wir hier. Und dasselbe machen wir da. So. Das Siffwasser geht hier rein. Und das andere gute Wasser, das kommt hier raus. Warte mal, nee, das kommt hier. So, warte mal, warte mal. So. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann einen Stau gibt. Aber das müsste hinhauen, oder? Was sagt ihr? Rein theoretisch. Ob die eine Pumpe das schafft, das ist ein anderes Thema. Das werden wir dann sehen. Könnt ihr mal hier das Siffwasser voll machen? Machen sie nicht. Aber wie gesagt, ich habe zu viele Aufträge gerade am Laufen. Was sie witzigerweise erstmal machen, ist hier ihre Toiletten bauen. Sollen sie machen. Komische Prioritäten haben die teilweise, aber es wird. Was hat er für ein Problem? Ist doch alles da. Essen ist da. Alles da. Alles Roger. Hier dieses Waschbecken müssten wir vielleicht noch ändern. Das gucken wir uns dann mal an. Wie sieht es denn im Moment mit Research? Hat man nämlich auch schon wieder fertig, glaube ich, ne? Was haben wir jetzt gerade erforscht? Irgendwas, ich weiß nicht, was wir gerade erforscht haben, aber irgendwas Wichtiges war es. Hier, dieses Sweeper-Roboter. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Rocket-Plattform. Nee, Space-Programm ist uns jetzt relativ egal. Hammer. Was? Keine Ahnung, was das alles ist. Es sind viel zu viele, Bauelemente. Ich weiß ja nicht, was ich alles machen soll hier. Alge, Refined Slime to Alge. Das brauchen wir aber kurz oder lang auch. So. So, komm, baut die Toiletten fertig. Dann können wir nämlich dieses hässliche Ding hier abbauen. Hier wird das Wasser immer leerer. Vielleicht sollten wir schon mal weiterbauen. Nee, hier, also hier dürfen wir uns nicht ranmachen. Aber an das Wasser können wir ran. Ja, ihr macht das richtig gut. Heute mache ich Nägel mit Köpfe. Da ist schon wieder ein neuer Duplikant. Sehr gut. So, choose a blueprint. Interest. Ranching. Ist ja auch nicht schlecht. Suit wearing. Was ist ein Tiding? Ach, der mobbt gerne. Oder die mobbt gerne. Dekoration, Farming, Suppling, Doctoring. Ja, ich glaube mal, wenn nehmen wir das hier. Suit wearing. Print. So. Weiter geht's. Fängt auch gleich an zu arbeiten. Das ist ein. Das finde ich gut. Ist der gerade aufgestiegen oder sowas? Ich glaube ja. So, jetzt baut mal die doofe Toilette fertig. Jetzt geht die erstmal essen. Naja, gut, sonst essen. So, während die essen gehen, kann ich mal kurz die Skills verbauen. Und zwar jeder Duplikant hat ja wohl Skillpunkte. Der hat keinen. Der hat einen. Was ist denn der besonders gut drin? Der ist besonders gut in Machinery und Ausgrabungen. Ausgraben Machinery. Und da ist auch sein Herz drin. In Hard Digging. Super Hard Digging. So, du bist ein Super Hard Digger.
Digga. Strength and Agriculture. Haben wir noch jemanden, der in Agriculture besonders gut ist? Nee, das ist der Einzige, der in Agriculture besonders gut ist, ne? Das heißt, der geht auch mal weiter in Agriculture. Improved Farming. So. Wen haben wir da noch? Die haben eigentlich sogar zwei. Ich habe die sträflich vernachlässigt. Husbandry ist, glaube ich, Advanced Research. Achso, warte mal. Nee, warte mal. Wo ist der? Der ist in Science ganz gut. War das unser einziger Science-Fuzzi? Warum ist denn der... Der ist in Husbandry. Was ist denn Husbandry? Ist das nicht das mit den... Mit den Viechern? Field Research. And will receive morale bonus from learning. Wo ist denn der Unterschied? Nee, hier Astronomie brauchen wir erstmal nicht. Geografische Analyse. Dann eher das hier. Komm. Ja. Wen haben wir hier? Der ist gut in Athletics. Was man mit Athletics macht, habe ich keine Ahnung. Oder Piloting. Athletics oder Piloting. Nehmen wir erstmal den hier. Der ist sehr kreativ. Und kann konstruieren. Ja, passt ja zusammen. Art Fundamentals. Haben wir da noch wen? Haben wir noch andere Leute hier? Ne, dann nehmen wir den hier. Art Fundamentals. Advanced Research. Den habe ich auch in die Research reingepackt. Art Fundamentals hier. Zack. So. Dann sind wir nämlich hier bei Creativity oben und kann gleich hier als ästhetisches Design. So. Wen haben wir da noch? Dann haben wir hier noch Medicine und Husbandry. Wir brauchen ehrlich gesagt jemanden für Medicine. Medicine? Ich guck mal ganz kurz, haben wir noch wen auf Medicine? Nein. Schon der Einzige. Komm, dann setzen wir den mal auf Medizin. Improved Strengths. And will receive. Nee, ich würde gerne auf Medizin gehen hier. Wo ist denn Medizin? Grilling, Farming, Construction, Digging, Carrying, Tinkering, Compounding. Wo ist Medizin? Hard Digging, Improved Construction. Wir haben keine Medizin. Grilling, Art Fundamentals, Rocket, Improved, Carrying, Tinkering. Compounding. Was ist denn Husbandry? Weiß ich auch erstmal nicht. Machinery, der ist auf jeden Fall Improved Tinkering. Was macht Tinkering? Ich weiß nicht, was Tinkering ist, aber er mag es. Sind wir tatsächlich auf Machinery 10? Ja. Was ist er hier? Excavation. Den haben wir da schon was reingesetzt? Da ist der schon, kann das sein? Könnten wir hier reingehen. Super duper hard digging. Ist der da so gut drin oder was? Keine Ahnung, warum er da so. Eigentlich ist der. Ja, komm, gehen wir mal hier rein. Zack, so. Dann könnten wir hier da reingehen. Der ist jetzt unser Excavator. Unter der Sonne. So, jetzt müssten wir noch den, da müssten wir noch was reingeben. Medicine und Husbandry. Dann kriegt der hier Improved Farming. Nee, Improved Critter hier. Zack. Und dann gehen wir später da rein. So machen wir das. Und der ist Piloting. Den machen wir zum Piloten, falls wir das mal irgendwann mal brauchen. Zack. So. Da können wir nicht weiter reingehen, weil Pilot aus irgendeinem Grund Improved Carrying braucht. Frag mich nicht warum. So. Hoppala. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir haben in dieser Folge nicht so viel gebaut, aber eine Menge geplant und eine Menge angelegt. Ich hoffe, das bleibt dabei, dass es so super läuft und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, denn euer Mr. Flex. Tschüssi.